Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich mit ihm sprechen sollte, dann werde ich das tun, aber ich halte das nicht für eine gute Idee. Wie schlimm war die Trennung, mal davon abgesehen, dass ihr ihn wiederholt getötet habt? He hurt me, I hurt him back. Let's just leave it at that. If you want to talk to him, let's go. Otherwise we should get back to our camp. Er hat mir wehgetan und ich ihm. Lassen wir es einfach dabei. Wenn ihr mit ihm sprechen wollt, dann los ist. Sollten wir zu unserem Lager zurückkehren. Ich muss mich entscheiden, ob ich mit Famari sprechen und dadurch versuchen soll, etwas Nützliches. Shale Corvin, wo ist es denn, diese Quest? Bin ich gerade blind? Achso, ist das hier drin? Ja. Ich muss mich entscheiden, ob ich mit Famari spreche und dadurch versuchen soll, etwas Nützliches in Erfahrung zu bringen oder ob ich mich aus Sicherheitsgründen von ihm fernhalten soll. Anscheinend ist Benno Famari der Vater von Corvins Tochter namens Roma am Leben und kämpft zudem an der Seite des Kreuzzugs. Für Corvin sind beide Umstände inakzeptabel, aber sie will nicht, dass die Sache eskaliert. Ich glaube, ich könnte Informationen von Famari enthalten, wenn ich Corvin mit ihm sprechen lasse. Oder ich lasse unsere Tarnung auffliegen. Ja, und nochmal zu der Quest hier. Morgenbericht. Ich muss etwas Wein besorgen und einen Bericht bei Dennett abholen und dabei Gegenstände bei Kommandant Dreon abgeben. Ja, Dreon habe ich hier. Hier habe ich einen Zahn. Tut mir leid, aber ich habe gerade darüber nachgedacht. Nur ist nicht wichtig. Ich sollte mich zurück an die Arbeit machen. Ja, das solltet ihr. Ich will euch das Licht der strahlenden Dame immer den Weg weisen. Also ich habe schon mal das Abzeichen und die Standarte. Und ein Steinfragment, okay. Na, zwei Rekruten. Wahrscheinlich brauchen die Steinfragmente, oder? Ich habe geglaubt, der Feindhammer würde unsere Bemühungen in irgendeiner Weise anerkennen. Oh, hallo, ihr habt mich erschreckt. Könnt ihr etwas für mich tun? Werdet ihr zu einem Felsen? Wir haben diesen Stein in der Ruine in der Nähe gefunden. Tempus in Gwul ist darauf eingraviert. Da er der Gott der Schlacht ist, beten wir für seine Unterstützung. Ich habe angenommen, Kelas Heiligkeit und die gerechte Sache unseres Kreuzzugs für Tempus Segen garantiert, aber bisher haben wir nichts gespürt. Der Wille der Götter ist nicht immer offensichtlich. Ich bin sicher, der Fürst der Schlacht hat eure Bitte vernommen. Vielleicht ist Tempus gerade unglaublich beschäftigt. Heutzutage herrscht vielerorts Krieg. Die Götter haben wichtigere Dinge zu tun, als eurer Faselei Gehör zu schenken. Nehmen wir die 2. Wir haben nicht erwartet, dass eine Stimme aus dem Himmel mit uns spricht, aber irgendein Gefühl der Gunst oder Beharrlichkeit ist nicht zu viel verlangt, oder? Warum sollte Tempus Kelas gerechte Krieger ignorieren? Vielleicht ist Kela nicht so heimlich, wie sie scheint. Warum sollte Tempus uns eure Gebete ignorieren? Die Götter, was soll man machen? Ich werde euch dann bei eurem Versuch nicht weiter stören. Soll man machen. Gods do not always scream in the faithful ear. Sometimes they whisper. Bei Tempus würde ich das aber nicht denken. Götter schreien nicht immer ins Ohr der Gläubigen, manchmal flüstern sie. Wenn mein Patron zu mir spricht, spüre ich seine Stimme im Mark meiner Knochen. Dieses Symbol ist sehr alt. Seht ihr die Risse hier? Zwei Steinbrocken sind herausgefallen. Könnte das das Problem sein? Wenn ihr die beiden später finden könntet, sind wir vielleicht im Stand, das Symbol zu rekonstruieren und Tempus würde uns endlich antworten. Ein Versuch kann nicht schaden. Habt ihr eine Idee, wo die Splitter sein können? Seltsame Dinge sind geschehen. Wenn ich die Splitter finde, kehre ich zu euch zurück. Ich habe kein Interesse daran. Nein, eigentlich schon, wenn dabei was für uns rausspringt und wir Erfahrungspunkte kriegen. Wo könnten die Splitter sein? Vielen Dank, wir haben das Symbol in diesem Geröll nördlich von hier gefunden. Aber Verkette könnten sich überall im Lager befinden. Ihr überprüft jedes Geröll, auf das ihr stoßt. Ich habe auch Moraloffizier Dennett durch diese Gegend laufen sehen. Er könnte etwas gesehen haben. Im Idealfall müssen die Splitter von einem Tempuspriester gesegnet werden, aber ich nehme an, ihr könnt dabei nicht helfen. Lebt wohl und viel Glück.
Sobald ich beide Ikonstücke habe, kann ich zu den Rekruten Kirwan und Quing im Nordwesten des Innenhofes zurückkehren. Lass mich raten, hier darf ich nicht durch, oder? Gebt einfach den Befehl und ich führe ihn aus. Okay. Okay, ein Feueropalring. Und ja, Burgdrachenspeer ist groß. Diese schwere Platte zeigt das heilige Symbol von Tempus. Kann ich sie einfach so nehmen? Warte, ich mache aber die Freiheitshalber einen Quicksave. Nee, aber ich kann das erste Stück schon mal einfügen. Hier üben die Schützen, okay. Helm's steely eye. Shale. Is that you? Bei Helm steht ein Auge. Shale, seid ihr das? Beno, ich bin Breno. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Dies ist nicht der rechte Zeitpunkt, um zu reden. Die Angelegenheit der streitenden Dame müssen umgehend erledigt werden. Was im Weg seid, meine Zeit ist zu wertvoll wie jemanden wie euch. Nehmen wir die zwei. I have to go, Beno. We're on important business. Ich muss gehen, Beno, wir haben Wichtigeres zu tun. Far be it for me to stand in the way of one doing the Shining Lady's bidding, if that is what you're doing. Es liegt mir fern, mich jemanden in den Weg zu stellen, der das Gebot der strahlenden Dame befolgt. Wer ist das, was ihr tut? I'm surprised, Chael. You were always so loyal to the Flaming Fist. What made you turn to Kalar? Ich bin überrascht, Chael. Ihr wart der flammenden Faust immer so treu. Warum habt ihr euch zu Kalar gewandt? Sie hat das Licht der strahlenden Dame gesehen, genau wie wir alle. Kalars Leuchten berührt das Leben vieler, auch derer, die der Faust dienen. Corvin und ich haben die Wahrheit in den Worten der strahlenden Dame vernommen. Wir haben uns zusammen angeschlossen. Sie gehört zu mir. Wir sind gekommen, um zu sehen, was Kalar Argent uns zu bieten hat. Es ist sinnvoller, sich eine Meinung anzuhören, die nicht der eigenen entspricht, als sie instinktiv als Worte des Feindes auszusprechen. Kalar zahlt besser als die flammende Faust. Nehmen wir mal die drei. Die klingt ziemlich bardisch, poetisch, weit hergeholt. It's a common enough tale, to be sure, but I have a hard time believing it. Shale Corwin turn against Baldur's Gate? I just can't see it. Es ist eine bekannte Geschichte, aber es fällt mir schwer, es zu glauben. Shale Corwin wendet sich gegen Baldur's Tor. Ich kann mir das nicht vorstellen. Shale Corwin I know would never turn on the Flaming Fist. That was why things turned sour between us. Die Shale Corwin, die ich kenne, würde der flammenden Faust niemals den Rücken kehren. Deswegen ist es schwer. Ist es zwischen uns so schlecht gelaufen? That had nothing to do with what happened to us, Beno, and you know it. I'm not who I was when we were together. Motherhood opened my eyes. I want more from life than what the Fist promised. Is that so hard to believe? Das hatte nichts mit dem zu tun, was zwischen uns geschehen ist, Beno, das wisst ihr auch. Ich bin nicht mehr die, die ich war, als ihr mich kanntet. Die Mutterschaft hat mir die Augen geöffnet. Ich will mehr vom Leben, als was mir die Faust versprochen hat. Ist das so schwer zu glauben? Just answer me one question, Shale. Just one question, and I'll let you be on your way. Beantwortet aber bitte eine Frage, Shale. Nur eine Frage, dann könnt ihr gehen. How is, what is her name? Roma, yes? How is my daughter? Wie geht es? Wie war ihr Name Roma? Richtig, wie geht es meiner Tochter? Wenn ich das richtig verstehe, hattet ihr nie etwas mit Roma zu tun. Warum interessiert euch das plötzlich? Passt auf, wo ihr hin tretet, Famaria. Begebt euch auf gefährliches Terrain. I have a right to know about my child. Ich habe das Recht, von meinem Kind zu erfahren. Es geht ihr gut. Sie ist gesund und lebensfroh. Ihr mangelt es an nichts, auch nicht an Liebe. Ich muss jetzt aber wieder... Jetzt müssen wir aber wieder gehen. Roma geht es gut, auch wenn sie kurz davor steht, ihren Vater zu verlieren. Very well, I take your point. I'll not keep you. Goodbye, Shale. Na gut, ich verstehe. Ich will euch nicht länger aufhalten. Lebt wohl, Shale. Ich bin fertig mit Beno Famari. Mhm.
Oh, sehr viele schöne Tränke. Schön, wie der Regenerationstrank Ikonia einfach mal voll gemacht hat. Sweetheart? Also, right. Durch die Eingangstür brauchen wir es garantiert nicht versuchen. Noch eine Kreuzritteruniform. Worum geht es hier, braucht nur zu fragen. You have been chosen not because you are the strongest or the wisest. Hier ist ein Katapult und hier. Trolle. Okay. Wahrscheinlich brauchen die hier die Trollfesseln. Für den Troll. Also ganz ehrlich, wer einen Kreuzzug aus dieser Ruine, aus diesem Ruinengeflecht hier führt. Erschießt sie. Fragen wir mal, was hier los ist. Pass auf seinen Kraul auf. Wollt ihr ausgeweidet werden? Seid ihr ein Trollführer? Ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr werdet beschäftigt. Ich komme später wieder. Seid ihr ein Trollführer? Ist das eine Drow an eurer Seite da? Eine Drow? Wo? In der Tat, habt ihr ein Problem damit? Meint ihr, Vikonia? Keine Sorge, man kann ihr vertrauen. In der Tat, habt ihr ein Problem damit? Wenn ihr eine Trau zu eurem Freund zählt, dann seid ihr kein Freund von mir. Der Kreuzzug akzeptiert alle, die keiner Loyalität schwören. Ich tue das nicht. Viel Glück euch. Wenn ihr weiter mit solchen Gesindeln unterwegs seid, werdet ihr es brauchen. Man kann ihr vertrauen. Wir müssen jetzt gehen. Diese Frau trägt das heilige Symbol von Cheveras, Jäger der Drau. Wenn ihr eine Drau zu einem Freund zählt. Okay. Ja, wie ihr wünscht. You have been chosen because you have heart. Wenn ich Vikonia wegschicke. Do you want to be disemboweled? Nein, aber ich helfe ihnen. Ich kann jeden heilen, der eine Klaue mit dem Gesicht abfängt, eigentlich. Sieht aus, als seid ihr in Schwierigkeiten. Kann ich helfen? Actually, yes. We can't find Gunnarg, the regular troll keeper. He keeps troll shackles in a chest back in the camp. Eigentlich schon, wir können Gunnarg, den eigentlichen Trollführer, nicht finden. Er hat eine Truhe im Lager, im Lager Trollfessel. Geht und holt sie. Wer kenne ich diese Truhe? Sie steht neben einem der schwarz-weißen Zelte. Ich bringe sie gleich hier. Soldaten, passt auf die Klauen auf. Ja. Das Monster bändigt sich nicht von selbst rekrut. Habt ihr die Fesseln? Ja, die habe ich. Gut, aber jetzt bewegt euch und legt dieser Bestie die Fesseln an. Bin schon dabei. Das ist eine richtige Einstellung. Wir werden genau hier sein, wenn ihr Hilfe braucht. Okay. Rag, seid gegrüßt, Freund. Wie ist euer Name? Beruhigt euch, Herr Troll. Ich bin nicht hier, um euch weh zu tun. Aber wir werden euch verletzen, wenn ihr uns Grund dazu gebt. Gebt uns bitte einen Grund. Weg Huggerhappen, weg von Ulori. Ulori, seid ihr das? Ist das euer Name? Ah, Zeit zu fressen, euch. Ihr habt offensichtlich Angst und das ist auch verständlich. Lasst mich euch ein Lied singen, um eure Nerven zu beruhigen. Ulori mag Musik.
Dann werdet ihr das hier lieben. Ich nenne es das Trollschlaflied. Es geht so. Geht schlafen, großer Träum, und träumt von eurem Mal. Nette Musik. Ihr solltet mit dem Troll sprechen und davon überzeugen, sich mir die Fesseln anlegen zu lassen. Das hat er. Ihr seid zurück. Ich bitte um meine Belohnung abzuholen. Ich habe gute Arbeit geleistet, Rekrut. Hier, diese Tränke sollten als Zeichen meiner Dankbarkeit dienen. Ihr werdet sie brauchen, wenn wir die Feinde herausfordern, die sich hinter den Toren sammeln. Sie verrichten das Werk des Teufels. Wir müssen sie aufhalten.